Wenn wir den PCR-Test näher betrachten, über den wird ja immer sehr viel diskutiert, auch was die Genauigkeit angeht, Stichwort Sensitivität, Spezifität. Was für Anbieter sind da überhaupt im Moment auf dem Markt? Womit arbeiten denn die Diagnostiker? Kommerzielle, nicht kommerzielle Tests und wie unterscheiden sich die? Genau, also ich denke, fast jeder Anbieter von ja, Diagnostika hat mittlerweile seine eigene PCR, sein eigenes Testset und die sind sehr unterschiedlich. Also jede Firma designt sich den Test ja selbst. Und in der Regel werden zwei Gene nachgewiesen, also zwei verschiedene Abschnitte von dem Genom, also von dem Erbmaterial von SARS-CoV-2, manchmal sogar drei. Und die können natürlich unterschiedlich sein. Es gibt dann immer natürlich eine Packungsbeilage zu dem Test und die sind alle natürlich geprüft, getestet und haben oft ein CE-Label. Und wenn Sie so eine neue PCR einführen in Ihrem Labor, also wenn ich jetzt sage, ich nehme von der Firma XY, jetzt möchte ich diese PCR ausprobieren, bevor ich die anwende dann als Diagnostikum, ist es ja meine Verpflichtung, dass ich die im Labor validiere. Das bedeutet, ich muss die austesten mit Proben, wo ich das Ergebnis schon kenne. Und muss da sowohl positive als auch negative Proben testen und erstmal zeigen, dass ich das richtige Ergebnis erzeuge und das auch genau dokumentieren und vorlegen können. Und dann würde ich erst diese PCR benutzen dürfen, um sie als Diagnostikum anzuwenden. Und was ich generell nochmal zu PCR-Tests sagen wollte, das ist ja jetzt nichts Neues für uns, sondern das ist eine Diagnostik, die wir in der Virologie, in der Mikrobiologie seit vielen, vielen Jahren jetzt nutzen und als Goldstandard dient. Und die hat halt einfach den Vorteil, dass sie sehr schnell ist, sehr, sehr sensitiv ist und uns unabhängig macht von dieser Anzucht, die einfach sehr kompliziert ist, manchmal gar nicht möglich ist und einfach viel zu lange dauern würde. Und dann kommt ja oft dieses Argument, ja, das ist ja nur eine Besiedlung und nicht eine Infektion, die man damit nachweist. Ich glaube, da muss man noch mal kurz erklären, was ist eigentlich eine Normalflora? Also Normalflora, den Begriff kennt man vor allen Dingen aus der Mikrobiologie. Das ist so, würde ich mal sagen, wir sind nicht alleine. Also die ganze Körperoberfläche, die Kontakt mit der Außenwelt hat, die ist besiedelt mit vor allen Dingen Bakterien, aber auch mit Hefepilzen zum Beispiel oder mit apathogenen, also nicht krankmachenden Parasiten. Und man geht davon aus, dass auf dem Körper, also die Außenfläche, mit 10 hoch 14 bis 10 hoch 15 Bakterien besiedelt ist, ohne dass uns das krank macht. Im Gegenteil, also diese Zusammensetzung dieser Bakterien, also dieser Normalflora, ist abhängig natürlich von der Genetik, vom Alter, Geschlecht und wo wir wohnen, aber auch von unserer Ernährung. Und das beginnt schon direkt nach der Geburt, also im Geburtskanal der Mutter. Wenn das Baby geboren wird, kriegt es die erste Normalflora sozusagen zugeteilt. Und im Rachen zum Beispiel finden wir ganz unterschiedliche Bakterien, die, weiß ich nicht, vergrünende Streptokokken oder Staphylokokken, aber auch Hefen können da vorkommen, ohne dass das irgendeinen Krankheitswert hat. Und der Sinn dahinter ist, dass uns diese Normalflora schützt vor krankmachenden Bakterien, indem sie so als Platzhalter dienen. Also die machen es den anderen krankmachenden Erregern schwieriger, sich einzunisten. Deswegen ist eine Normalflora erstmal nichts Schlimmes. Aber, und das muss man ganz klar sagen, Coronaviren gehören nicht dazu. Also die sind nicht Bestandteil der Normalflora und die gehören da nicht hin, genauso wie Influenzaviren. Und das ist, glaube ich, was manchmal so ein bisschen durcheinander geht. Also Coronaviren und andere Viren müssen ja auch in den Zellen sich vermehren. Das war, was wir am Anfang gesagt haben. Und sind nicht Teile der Normalflora von Bakterien oder Pilzen. Das heißt, wenn man sie nachweist, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass man mehr oder weniger infiziert ist. Genau, es ist ein Hinweis, dass man infiziert ist. Es ist kein Hinweis, dass man ansteckend ist oder dass man dadurch krank wird. Also das muss man auch betonen. Ob jetzt dieses Virus, also tot oder lebend, ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil ein Virus nicht lebt. Aber ob es nur Fragmente sind oder ein vollständiges Virus, was infektiös ist, das können wir damit nicht sehen. Aber es gehört da einfach nicht hin. Sie haben vorhin erwähnt, es wird auf unterschiedliche Gene, in der Regel auf zwei, getestet in der PCR. Das macht man deshalb, falls eins schon kaputt ist, um einen sicheren Nachweis zu haben, um es mal hemdsärmlich zu formulieren.
Ja, zum Beispiel, also auch um die Sicherheit zu erhöhen. Wenn man auf zwei Gene testet, das macht man auch bei verschiedenen Erkrankungen, bei HIV zum Beispiel auch oft, dann erhöht sich einfach die Sicherheit, dass der Test auch wirklich nicht falsch positiv ist, ne? Weil sie ja zwei unabhängige Tests dann oder zwei unabhängige Gene nachweisen und dadurch erhöht sich die Richtigkeit dieser Tests auch. Es geht bei der PCR ja darum, in mehreren hintereinander ablaufenden Zyklen das Erbgut des Virus zu vervielfältigen, um es sichtbar zu machen, richtig? Genau, und das wurde in den 80er Jahren entwickelt von einem Kollegen, Clary Mullis heißt der, der ist aus den USA und der hat dafür auch 1993 den Nobelpreis bekommen für Chemie. Und man braucht halt dafür die Probe, man braucht ein Enzym, die sogenannte Polymerase, man braucht Nukleotide, das sind so kleine Abschnitte oder Einzelfragmente dieser Gen, ja, wie soll man es sagen? Bausteine also Nukleotide. Von Nukleinsäuren, kann man genau. das sagen? Und ja, zum Beispiel, und man braucht sogenannte Primer, das sind ganz kurze Stücke, die synthetisch hergestellt werden, ebenfalls aus DNA und die dann den Abschnitt definieren, den man vermehren will von dem Virus zum Beispiel. Also dadurch wird das definiert und dann mischt man das alles zusammen und dann gibt es einen Wechsel zwischen Erhitzen der Probe und wieder Abkühlen und das sind diese Zyklen. Und dieser CT-Wert, das ist ja der, also heißt Cycle Threshold, das ist praktisch die Menge der Zyklen, die man braucht, um ein positives Ergebnis zu haben und um einen Nachweis des Virus zu haben. Und deshalb ist es so, wenn der CT-Wert niedrig ist, heißt das, dass wir schon sehr früh, also nur sehr wenige von diesen Zyklen brauchen, um das Virus sichtbar zu machen. Das heißt, es ist viel da und wenn der CT-Wert hoch ist, bedeutet das, wir brauchen ganz viele Runden in der PCR, um überhaupt Viren zu finden und dann ist die Viruslast in der Regel niedriger. Und das ist eine gute Orientierung, es ist aber, muss man auch sagen, die CT-Werte sind untereinander nicht unbedingt vergleichbar, weil das nur innerhalb eines Systems vergleichbar ist. Also ich kann meine CT-Werte nicht, erstens nicht mit einem anderen Test vergleichen, nicht mit einem anderen Gen, was ich nachweise und auch eigentlich nicht mit einem anderen Labor direkt, was zum Beispiel einen anderen Test anwendet. Also man kann nicht sagen, CT-Wert 30, da ist immer die Schwelle erreicht, wo man sagt, ein Test gilt als positiv. Nee, das kann man leider nicht sagen. Dafür bräuchte man einen Standard. Also man müsste einen definierten Standard haben, wo man weiß, wie viel Viren da drin sind. Und dann könnte man eine Verdünnung machen und dann könnte jedes Labor diesen Standard nehmen und überprüfen, wo der CT-Wert in ihrem Test liegt, der nicht mehr relevant ist. Also man müsste sich eine Schwelle überlegen und sagt, keine Ahnung, 10.000 Viren oder 100.000 Viren, darunter wollen wir sagen, spielt das keine Rolle mehr und dann muss jedes Labor sich sozusagen auskalibrieren und schauen, welchem CT-Wert das bei denen entspricht. Nun spielt dieser CT-Wert ja aber eine große Rolle auch bei der Frage, gibt es Falschpositive? Also die Frage, wie viel Viruslast wird nachgewiesen? Im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Verkürzung von Isolierungszeiten, Abklingzeit, vor 3 Wochen war das mal Thema, spielte das auch eine Rolle? Also kann man Leute frei testen? Kann man sagen, wir können zwar hier so ein bisschen Virusmaterial nachweisen, aber die Schwelle ist noch nicht erreicht, wo wir sagen, das ist infektiös. Wo stehen wir da? Gibt es da Anhaltspunkte für die Laborärzte zu sagen, das ist zwar jetzt kein Falschpositiver, aber das ist jemand, der nicht rumläuft und viele andere anstecken kann? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Da habe ich gerade heute Morgen mit einem Kollegen aus der Klinik diskutiert und da kommt es sehr darauf an, wie viel wissen wir über den Patienten. Also der hatte jetzt einen Patienten, der war Anfang August positiv getestet worden, hatte eine Infektion und soll jetzt in die Klinik kommen und hat ein CT von 35 nach, weiß ich nicht, sind ja 6 Wochen oder so später. Und das ist eine völlig andere Situation, als wenn jetzt ein Patient kommt, der seit heute Morgen Symptome hat und ein CT von 35 hat. Ne? Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Bei dem ersten Fall von dem Kollegen hätte ich überhaupt kein Problem, weil wir eigentlich nach 7 bis 10 Tagen die Viren nicht mehr schaffen anzuzüchten. Also das, was wir am Anfang gesagt hatten, dass wirklich ein vollständiges Virus vorliegt, was in der Zellkultur infektiös ist, das
schaffen wir so 7 bis 10 Tage und danach nicht mehr, wenn die Patienten nicht symptomatisch sind. Deshalb hätte ich bei dem Patienten, der keine Symptome hat und mal vor 6 Wochen eine Infektion hat und jetzt noch, sage ich mal, so Reste an Genschnipseln hat, hätte ich überhaupt kein Problem damit und halte den nicht für infektiös. Wenn der aber jetzt ganz frisch erkrankt ist und infiziert ist, dann spielen ja noch diese ganzen anderen Faktoren eine Rolle. Wie gut war der Abstrich? Und zum Beispiel auch, wie gesagt, der CT-Wert kann sehr schwanken. Wenn der heute 35 ist und der Patient gerade erst am Anfang der Erkrankung steht, kann der auch morgen 20 sein. Und das schwankt schon sehr. Deswegen muss man diese beiden Fälle komplett trennen. Und man muss ja auch sagen, dass bei dem ersten Fall, der ist ja nicht falsch positiv. Der ist ja positiv, aber es ist nicht klinisch relevant, so würde ich das bezeichnen. Und man muss dann vielleicht auch mal sagen, wie kommt es überhaupt zu falsch positiven Befunden? Dazu muss ich sagen, dass die sehr selten sind. Also wenn man sich die Befunde anguckt, die wir rausgeben, sind falsch positive selten. Es kann mal passieren, dass es zu einer Kontamination kommt. Das ist ja auch in den USA mal durch die Presse gegangen. Und da tun wir aber viel im Labor, um das zu verhindern. Zum Beispiel gerade im PCR-Bereich sind die Mitarbeiter speziell trainiert und da sind ja in dem Lauf, den sie machen, also in dem PCR-Lauf ist nicht eine Probe, sondern in der Regel, weiß ich nicht, 50, manchmal 80, 90 Proben. Und in jedem Lauf haben sie Kontrollen. Da ist immer eine Positivkontrolle, wo sie wissen, dass die positiv ist, eine Negativkontrolle dabei. Und diese Kontrollen können Sie sogar für einzelne Schritte mitführen, also ob zum Beispiel die Extraktion, also der erste Schritt der PCR auch geklappt hat. Mhm. Und das führt dazu, dass das extrem selten ist. Also selbst wenn der Test dann ein positives Ergebnis rauskriegt, Sie aber 90 Proben haben und alle positiv sind, dann würde spätestens dann die MTA oder der Arzt eingreifen und sagen, der Lauf muss wiederholt werden. Mhm. Das kann nicht stimmen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der analytischen Spezifität und der klinisch-diagnostischen Spezifität. Das sind halt zwei wirklich unterschiedliche Dinge, weil zwischen dem Lauf der PCR und der Befundung stehen halt noch ganz viele Schritte. Und ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber ich möchte mich mal bei allen MTAs bedanken, die seit Februar wirklich diese Tests durchführen und das oft 7 Tage die Woche und die einfach eine wahnsinnige Leistung vollbringen für uns und denen eigentlich irgendwie viel zu wenig gedankt wird. Und die machen einfach einen tollen Job und die sind wirklich darauf trainiert, dass solche Fehler nicht passieren. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen einer technischen und medizinischen Validation. Technische Validation macht zum Beispiel die TA und die schaut dann bei einem positiven Ergebnis, ob die Nukleinsäure im Probenmaterial identifiziert wurde, also die sie suchen, und keine Kreuzkontamination nachweisbar ist. Mit anderen und alle Viren. Genau, und alle erforderlichen Kontrollen korrekt ausgefallen sind. Erst dann gibt sie in der technischen Validation ein positives Ergebnis raus, genauso negativ. Negativ gibt's ja eigentlich bei PCR nicht, sondern es heißt immer unter der Nachweisgrenze. Das heißt, dass die Nukleinsäure, diese spezifische, nicht gefunden wurde in der Probe. Aber auch genauso, dass es keine Inhibition der Reaktion geben durfte, ne, durch zum Beispiel geeignete Kontrollen. Und dass auch alle anderen Kontrollen, insbesondere die Positivkontrolle, korrekt positiv ausfällt. Weil wenn zum Beispiel dann Sie einen Lauf haben, wo die Positivkontrolle auch negativ ist, dann können Sie den Lauf auch nur wiederholen. Und das wird regelmäßig auch gemacht. Und das ist die sogenannte technische Validierung. Und dann gibt's noch die medizinische Validierung, die in der Regel der Arzt durchführt. Und da gibt es so eine Plausibilitätsprüfung, nenne ich das immer. Also passt der Befund zum klinischen Kontext und auch den Vorbefunden, die wir oft von den Patienten haben. Dann fließt natürlich das Ergebnis dieser technischen Validierung mit dazu und schließlich wird dann auch eine Interpretation des Befundes, also eine Beurteilung, erhoben. Das heißt, dieser statistische Wert der Vortestwahrscheinlichkeit, der immer wieder kritisch angemerkt wird in Bezug auf die Spezifität der PCR-Testung, der ist für Sie aus der Praxis betrachtet ein rein rechnerischer Wert auf dem Papier, den Sie aber zum Beispiel in Ihren Studien und in der täglichen Probenarbeit in der Praxis so gar nicht wiederfinden können?
Genau, also der ist natürlich wichtig zu wissen, weil der schon mit der Qualität der PCR zusammenhängt. Ich würde jetzt, wenn die schlecht ist, die Spezifität und Sensitivität, würde ich mich nicht für so einen Test entscheiden, sondern würde einen Hersteller nehmen, wo die besser ist. Man muss den auch immer bei der Interpretation dann zum Schluss beachten. Aber der ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil unserer Arbeit im Labor. Und ich denke, was man noch sagen muss, zum Beispiel, ist diese CT-Werte. Da gibt man ja, wie wir gesagt haben, gibt es eine Kurve, die dann ansteigt und irgendwann positiv wird. Und diese Kurve, die kann man sich ja im Labor anschauen. Und da sieht man auch schon dran, ist das wirklich positiv oder ist das zum Beispiel nur eine Zackenlinie, die einmal diese Linie überschritten hat. Und das passiert zum Beispiel mal, wenn Sie Material einsetzen, was sehr viel schäumt. Also dann kann das, sage ich mal, so ein unruhiges Signal geben und dann detektiert vielleicht die Maschine positiv, aber dann guckt die TA oder der Arzt auf die Kurven und sagt, ach nee, das ist gar nicht echt. Also da wird noch viel korrigiert und immer wieder kritisiert oder benutzt wurde ja dafür dieser Instant-Ringversuch und da muss man sagen, ein Ringversuch hat eine ganz andere Funktion als eine Spezifität für einen Test zu bestimmen. Und zwar ist das so ein Zwischenlaborvergleich zur Qualitätskontrolle von externen. Die Instant machen ist ein wir. Verein, muss man vielleicht mal dazu sagen, ne? Ein gemeinnütziger Verein, der eben diese Qualitätssicherung für Labore durchführt, standardmäßig. Genau. Und dazu sind wir auch, wenn wir akkreditiert sind, und das sind fast alle Labore oder viele Labore, sind wir dazu ja auch verpflichtet, dass man in der Regel zweimal im Jahr so einen Ringversuch macht. Den machen wir nicht nur für SARS-CoV-2, sondern für alle Viren, die wir diagnostisch detektieren. Und das sind halt dann Proben, die instant vorbereitet, die charakterisiert sind, also wo instant bekannt ist, was da drin ist und drin gefunden werden soll und die dann einheitlich an Labore gegeben werden. Und wie gesagt, das ist kein genereller Rückschluss auf den Test, sondern eher nur eine indirekte Bewertung des Tests, sondern es dient dazu, die Labore zu beurteilen. Das heißt, wenn ich so als Labor den Ringversuch nicht bestehe, weiß ich, oh, ich muss noch mal an mir arbeiten und ich muss zum Beispiel einen anderen Test mir aussuchen oder irgendwas stimmt nicht mit meiner Methode. Und gerade dieser Instant-Ringversuch für SARS-CoV-2, der war ja im April, also relativ früh. Und der hat jetzt gar nicht den Einfluss von der sogenannten Prä- oder Postanalytik oder medizinischen Validation überprüft. Also sie mussten gar nicht einen Befund erstellen und interpretieren oder man hat verglichen, welche Abstriche benutzt wurden, sondern es ging wirklich nur um diese technische Durchführung der PCR. Ich muss eine Nachfrage trotzdem noch mal zu den Befunden stellen, weil dieses Thema ja so wichtig ist und so viel diskutiert wird. Sie hatten vorhin gesagt, wenn wir uns unsere Befunde angucken, die wir rausgeben, dann sind da sehr wenige Falschpositive darunter. Woher wissen Sie das genau? Weil Sie die prüfen ja die Befunde eigentlich, bevor Sie sie rausgeben. Gibt es da noch einen nachträglichen Kontrollmechanismus? Ja, also zum Beispiel haben wir ja, was wir gesagt haben, zwei Gene oder drei Gene, die wir nachweisen. Und wenn man dann zum Beispiel eine Probe hat, wo dann das eine Gen ist negativ, das andere Gen hat einen ganz hohen CT-Wert von, weiß ich nicht, 37, 38, dann würden wir daraus nie einen positiven Befund machen, weil dann guckt man sich das an und sagt, das könnte was sein, bitte schicken Sie uns einen neuen Abstrich. Und man würde dann, wenn der in der Klinik liegt, natürlich aus Sicherheit sagen, schickt uns einen neuen Abstrich, lasst den Patienten so lange isoliert, aber wir müssen den erstmal klären, ob das stimmt. Und dann stellt man fest, dass viele von denen sich gar nicht nochmal als positiv herausstellen bei dem neuen Abstrich und dass zum Beispiel auch gar nicht die Symptome oder so passen. Und das ist dann die Kontrolle, die wir noch durchführen. Also wir sprechen auch mit den Kollegen und führen dann sozusagen zusammen auch aus, ob das wahrscheinlich ist. Und ich habe noch ein anderes Beispiel zur PCR, weil ich mich immer sehr wundere, dass die PCR so kritisch gesehen wird in der Öffentlichkeit. Und ich finde das immer sehr schade, weil eigentlich die PCR eine sehr sensitive Methode ist. Und das ist jetzt nicht perfekt das Beispiel, aber ich denke, es lässt vielleicht so ein bisschen die Leute nachdenken. Also wenn ich jetzt an den Blutspendedienst oder an Blutspender denke, da werden ja die Blutspender alle getestet im Pool auf HIV, HCV, HBV.
Und wenn eine Blutkonserve positiv wäre auf HIV, dann würde ja, also in der PCR, das ist auch ein PCR-Verfahren, würde ja niemand diese Blutkonserve einem Patienten geben. Und sicherlich muss nicht dieser Spender jetzt AIDS haben. Also wissen Sie, was ich meine? Das heißt ja nicht, dass die PCR falsch ist, sondern man kann diese Viren nachweisen, ohne dass man immer das komplette Bild der Erkrankung haben muss. Also in dem Sinne AIDS oder Covid-19 und intubiert und beatmet sein muss. Trotzdem kann man infiziert sein, aber vielleicht einfach dadurch einen sehr milden Verlauf oder sogar asymptomatisch sein. Und gerade wenn man nochmal über Zeiten nachdenkt, die sich Leute dann isolieren sollen und diese Zeiten vielleicht reduziert, dann wird die Auswirkung von solchen Grenzfällen im gesellschaftlichen Leben und im Privatleben vielleicht gar nicht mehr so groß sein. Wir haben schon ganz kurz auch über Sensitivität immer mal wieder gesprochen. Da müssen wir noch ein Thema kurz abhandeln, falsch negative Proben. Auch das gibt es ja. Welche Faktoren führen denn dazu, wenn doch eigentlich die Sensitivität sehr hoch ist, also die Empfindlichkeit des Tests, einen Infizierten tatsächlich auch als solchen zu erkennen? Da gibt es verschiedene Gründe für falsch negative Tests. Zum Beispiel, Sie haben einfach zu früh getestet. Also stellen Sie sich vor, Sie hatten gestern Kontakt mit jemandem mit SARS-CoV-2, der positiv ist und rennen heute sofort zum Arzt. Dann wäre das zu früh und dann könnte der falsch negativ sein, obwohl Sie sich vielleicht gestern bei dem Kontakt infiziert haben, wäre der aber erst nach ein paar Tagen positiv. Dann gibt es so technische Probleme, dass die Probe zu lange unterwegs war oder schlecht gelagert wurde. Dann ist ein großes Problem, wie der Abstrich durchgeführt wurde. Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Also wenn Sie keinen adäquaten Abstrich durchführen, zu wenig Material haben, schlechtes Abstrichbürstchen haben oder wenn der Erreger im Material sehr ungleich verteilt ist, das kann alles dazu führen, dass es ein falsch negatives Ergebnis gibt. Wissen Sie denn aus der Praxis mittlerweile, was über den bestmöglichen Zeitpunkt im Infektionsverlauf für eine PCR, auch da hat es ja so Metastudien zugegeben, die verschiedene Studien ausgewertet haben, weil Sie jetzt gerade sagten, ich habe mich vielleicht gestern erst infiziert und wir wissen das aber 1 bis 2 Tage, haben wir gelernt, vor Symptombeginn, wenn man Symptome entwickelt, die Viruslast wahrscheinlich am höchsten ist. Kann man da so ungefähr einen Anhaltspunkt haben oder ist das auch noch völlig offen? Ja, man sagt, um den Symptombeginn ist es am besten zu testen, aber das ist natürlich auch sehr schwer, das genau festzulegen, weil Sie das eigentlich auch erst im Nachhinein wissen, wann denn der Symptombeginn war. Aber es ist sicherlich so, dass um den Symptombeginn, also 2 Tage vorher, 2 Tage danach die Viruslast am höchsten ist. Dann würde man einfach sagen, kommen Sie in 2 Tagen wieder und führt nochmal einen Test durch. Ne? Das ist ja auch der Sinn von diesen Antigen-Tests, dass man zwar eine niedrigere Sensitivität hat, das heißt, der erkennt nicht jede Viruslast, aber durch die hohe Frequenz und Schnelligkeit können Sie das ausgleichen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesen Antigen-Tests und den Einsatz. Und wie gesagt, ich finde die nicht ganz ideal für symptomatische Patienten, weil da will ich wirklich ein sensitives Verfahren haben. Aber für asymptomatische zum Beispiel, die ihre Oma im Altenheim besuchen wollen und einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen oder auch bei der Problematik der Reisenden, finde ich das eigentlich eine ganz gute Lösung, solche Tests zu verwenden. Ist ja auch in der Diskussion im Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen im Kulturbereich zum Beispiel. Da auch noch mal zur Erklärung, der Antigentest weist nicht das Erbgut des Virus nach, sondern das Protein auf der Virushülle. Genau. Und ja, mit den Veranstaltungen, ich glaube, das würde gehen. Ich glaube nur, dass so mein Gefühl ist, auch nach den ersten Tagen in unserer Studie, dass Sie immer, wenn Sie einen Antigentest machen, irgendeinen Prozess brauchen oder eine Anbindung brauchen an jemanden, der dann schnell eine PCR durchführen kann. Weil natürlich auch diese Tests können falsch positiv sein. Und das führt dann, wenn Sie den ja zu Hause machen, den Test, ohne Kontrolle, ohne Begleitung, würde das, glaube ich, schon dazu führen, dass einige dann ja vielleicht Angst kriegen, nicht wissen, wie sie sich jetzt verhalten sollen, an wen sie sich wenden sollen. Und ich glaube, wenn man diese Tests zu Hause macht, dann muss es ganz klar eine Telefonnummer oder Kontaktadresse geben, wo man, wenn der positiv ist, sich schnell hinwenden kann und wo dann wirklich schnell, möglichst am gleichen Tag eine PCR durchgeführt wird.
Das wäre so für mich jetzt das Ideale, diese Tests einzusetzen. Sie haben jetzt gerade auf Ihre Studie angespielt. Da geht es um eine Studie mit Lehrern, die sich selbst testen mit Antigentests. Ist das so eine Erfahrung, genau, die Sie gemacht haben, tatsächlich, dass Lehrer verunsichert sind, weil sie dann ein positives Testergebnis haben? Ach, also unsere Lehrer bin ich eigentlich ganz begeistert. Die, also auch nochmal hier herzlichen Dank für die Teilnahme, dass so viele da engagiert mitmachen. Das finde ich wirklich toll. Nee, aber wir haben einfach gesehen, dass, also wir haben halt für die eine Hotline und die können sich jederzeit an uns wenden, werden dann betreut. Und wenn ein Test positiv ausfällt, kümmern wir uns darum, dass die Probe abgeholt wird und hier im Labor am gleichen Tag eine PCR erfolgt. Und das ist auch wichtig, weil das doch zu, ja sage ich mal, schon, denke ich, zu Unsicherheit führt, wenn auf einmal zwei Streifen auf so einem Test sind und man dann erstmal überlegen muss, an wen wende ich mich denn. Das ist schon so die Erfahrung. Also das, ich denke mal, bei den Lehrern funktioniert das sehr gut, weil es genau ein Prozedere gibt und ein Prozess, was passiert, wenn der Test positiv ist. Wenn es das nicht geben würde, stelle ich es mir schwierig vor, muss ich sagen. Das heißt aber, unter bestimmten Voraussetzungen, sagen Sie, können Antigentests auch vom Laien durchgeführt werden und gehören nicht immer nur in die Hände von geschultem Fachpersonal? Das ist was, was natürlich die Politik entscheiden muss. Von der Durchführung her ist das möglich. Das ist halt ähnlich einem Schwangerschaftstest schon ein bisschen komplizierter, aber das funktioniert sehr gut, wenn man ein Video an die Hand gibt und eine genaue Beschreibung, dass das durchgeführt wird vom Laien. Also das funktioniert sehr gut. Aber die Frage ist natürlich eher eine politische, ob das gewünscht ist. Und wie gesagt, ich halte es wirklich für erforderlich, dass dann, wenn man das macht, ganz klare Anweisungen gibt, was mache ich, wenn der Test positiv ist, an wen wende ich mich und das möglichst natürlich an jedem Tag in der Woche und das gilt es zu organisieren, denke ich. Dieses gesamte Testszenario ist ja auch eine Kapazitätsfrage mit Blick auf steigende Infektionszahlen. Ich möchte deshalb kurz noch einen anderen Test ansprechen, weil es im August da Meldungen gab, dass man in Großbritannien verstärkt auf sogenannte LAMP-Tests setzt. RT-LAMP im Fall für RNA-Viren. Kein neues Verfahren, sondern auch ein anderer Weg, der mit der PCR vergleichbar ist vielleicht, mit dem man also Nukleinsäuren aus Probenmaterial gewinnen kann. Wie genau funktioniert der und ist das auch für Deutschland eine Perspektive? Also es gibt verschiedene Forschungseinrichtungen, die auch hier in Deutschland einen LAMP-Test entwickelt haben, zum Beispiel in Heidelberg oder das Fraunhofer-Institut hat einen entwickelt. Der Vorteil ist, sie brauchen keinen Cycler, weil das eine isothermale Amplifikation ist, das heißt bei der gleichen Temperatur. Aber man braucht ähnliche Komponenten, also sie brauchen auch ein Enzym, sie brauchen diese Primer, also diese, wie hatten Sie es vorhin erzählt? Bausteine. Also die genau definieren, diese Bausteine, die das genau definieren und auch Nukleotide. Und man bedient sich da halt nicht diesen Zyklen im Cycler, der immer abkühlt und erhitzt, sondern sogenannter Primer, die ein bisschen länger sind und dann so Schleifen bilden und dadurch eine schnellere Vervielfältigung des Gens erfolgt oder des Abschnitts, den Sie suchen. Also Erhitzung aber nur einmal am Anfang. Genau, aber Sie sehen schon daran, Sie brauchen die gleichen Bausteine, wo das Problem ist. Also ein Problem ist sicherlich, dass Sie dann konkurrieren mit den PCR-Anbietern. Ich hatte auch mal mit einer Firma gesprochen, dass zum Beispiel diese Nukleotide, die stellen einfach nur sehr wenige Firmen her. Und die brauchen beide Verfahren. Dann brauchen sie natürlich diese Platten, in denen die Reaktion läuft. Das brauchen sie auch bei der PCR und bei dem LAMP-Test, wenn sie das in Platten machen. Sie brauchen trotzdem Abstrichröhrchen, was ja auch ein Nadelöhr ist. Und also das ist eine elegante Methode, die oft von Naturwissenschaftlern etabliert wurde und entwickelt wurde, die aber bisher im medizinischen Bereich wenig Anwendung findet. Da fehlt irgendwie noch der Schritt in diese Markteinführung, sage ich mal. Und das liegt, glaube ich, daran, dass das noch sehr theoretisch ist. Also Sie müssen das ja dann auch im Labor, in einem medizinischen Labor, den ganzen Ablauf einbinden können. Also zum Beispiel unsere Cycler, die man dann nicht braucht, die sind ja mit unserer Laborsoftware verbunden und reden miteinander. Also die schieben praktisch ihre Ergebnisse rüber in unsere Laborsoftware und das wäre dann nicht möglich. Und Sie müssen ja trotzdem sicherstellen, dass jeder Patient, wenn Sie, weiß ich nicht, 1000 LAMP-Tests machen, auch einen Befund bekommt. Und
das ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand, der ja auch noch dazu kommt. Und ich glaube, in Studien wird das erfolgen, dass man LAMP benutzt. Bisher fehlt mir da so noch ein bisschen die Anwendung und Marktreife für den täglichen Alltag in einem Medizinlabor. Und auch keine Alternative, falls die Reagenzien, also die Zutaten für die PCR-Testung knapp werden, wenn ich sie richtig verstanden habe. Genau. Und natürlich so ein medizinisches Labor, was eine Akkreditierung hat, hat geschultes Personal. Da gibt es ganz strenge Richtlinien, was die alles können müssen und wie die trainiert sind. Und das müssten sie ja dann erstmal für so eine neue Methode überhaupt trainieren. Das würde auch nochmal Wochen oder Monate dauern, bis sie das dann wirklich in einem Labor einführen können unter diesen akkreditierten Bedingungen, sage ich mal. Wir wollen aus dem Labor zum Schluss zurückkehren ins Hier und Jetzt. Viele Ärzte stehen vor der Frage, wann soll ich testen, wann soll ich einen Abstrich machen? Das ist eine Frage, die uns von Hörerinnen und Hörern, die entweder Patienten sind oder selber Ärzte und Ärztinnen, oft erreicht. Die Kapazitäten sind nicht unbegrenzt und die Symptome sind ja nicht immer eindeutig. Gerade von der Grippe ist das schwer zu trennen. Was raten Sie, wenn Sie sich denn davor wagen, Hausärzten und Hausärztinnen, wann sollen Sie einen Abstrich machen und einen PCR-Test auf das Virus? Bei welcher Konstellation von Symptomen? Ja, also das RKI empfiehlt ja nun erstmal, dass man bei allen akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere, ja, und oder Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn alle Patienten testen soll. Und das ist natürlich schwierig, das verstehe ich, wenn die ganze Praxis voll ist mit Leuten, die Husten oder Schnupfen haben, würde das ja bedeuten, dass sie eigentlich alle testen müssen. Und das wäre natürlich der Idealzustand. Es gibt ja auch eine nationale Teststrategie vom BMG, die auch vorsieht, dass alle symptomatischen getestet werden sollten und die höchste Priorität haben. Leider haben die aber nicht genau definiert, was mit Symptomen gemeint ist. Und ich denke, das ist, was den Kollegen so ein bisschen die Probleme bereitet. Und also wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht gegenstellen. Ich denke, wenn wir viel Testkapazität haben, macht es Sinn, vor allen Dingen symptomatische zu testen. Wenn ich jetzt eine Praxis hätte oder das Problem hätte, dass es nicht genug Tests geben würde, würde ich halt schon bei einigen Symptomen hellhörig werden. Also gerade dieser Geschmacks- und Geruchsverlust ist ja relativ typisch. Und wenn es nicht möglich wäre, alle zu testen, würde ich, glaube ich, mir für die Praxis so einen Fragebogen machen, um für mich selber das Risiko einzuordnen. Mhm. Also ich würde da zum Beispiel abfragen, waren Sie in den letzten 14 Tagen, haben Sie eine Reise unternommen ins Ausland? Hatten Sie irgendein Risikoverhalten wie Familienfeiern in geschlossenen Räumen oder irgendwelche sogenannte Superspreader-Events, die ja auch noch nicht gut definiert sind, aber dass man sich da so beispielhafte Situationen auf den Zettel schreibt, die abfragt, ob man Kontakt hatte mit jemandem mit Covid-19, ist eine wichtige Frage, oder ob jemand in der Bekanntenkreis das hat. Und ich würde auch noch bei den Patienten abfragen, ob es Risikofaktoren gibt für einen schweren Verlauf. Also ist das zum Beispiel jemand, der älter ist, der einen Diabetes hat oder ein metabolisches Syndrom hat. Und da ist es ja doch relevant, auf jeden Fall die Erkrankung zu detektieren und vielleicht dann antiviral zu behandeln. Und deshalb würde ich auf jeden Fall versuchen, mit einem Zettel oder Fragebogen das Risiko einzuordnen und dann primär die zu testen, die entweder ein Risikoverhalten oder ein Risikoprofil haben. Das heißt, und natürlich sollten sich alle, die einen Infekt haben, solange sie symptomatisch sind, isolieren und jetzt nicht auf eine Party gehen. Das heißt aber, wenn ich als Patientin unterstützen möchte, dann kann das schon jetzt mehrfach zitierte Kontakttagebuch helfen. Also ich komme zum Beispiel, zumindest habe ich mich mal vage vorbereitet und kann dem Arzt gleich sagen, ich gehe immer dienstags zum Boxtraining und freitags zum Chor und letzte Woche war ich auf einer Grillparty. Genau, das wäre natürlich gut. Also das hilft natürlich, weil, also wenn Sie mich jetzt fragen, was ich letzte Woche gemacht habe, kann ich es gar nicht so spontan sagen. Mir fehlt so ein bisschen im Moment noch von der Politik die Definition dieser Events. Also dass man wirklich der Bevölkerung die häufigsten Superspreader-Events auflistet an Beispielen und dann das auch viel einfacher ist für den Einzelnen nachzuvollziehen, oh, was ist denn jetzt eine Gefahr oder wo muss ich vielleicht aufpassen, was könnte ich eher vermeiden? Aber auch, wenn man eine Erkältung bekommt oder Symptome bekommt, was war jetzt wahrscheinlich das Kritische, ja, wo ich jetzt zum Beispiel am ehesten Kontakt haben konnte? Und das wäre halt schön, wenn es so eine Liste einfach geben würde. Das würde es, glaube ich, den niedergelassenen Kollegen erleichtern, so einen Fragebogen zu machen.
und natürlich aber auch den Bürgern helfen, genau diese Situationen auch zu vermeiden. Hausaufgaben an die Politik, vielleicht aber auch an uns alle. Was die Symptomatik angeht, bleibt es trotzdem schwierig, von der Grippe zu unterscheiden. Darüber haben wir beide vor 2 Wochen in der Podcast-Folge auch schon gesprochen. Was für Möglichkeiten gibt es denn schon, beides in einem Test abzuprüfen und dann getrennte Ergebnisse zu haben? Also da machen im Moment die Hersteller bereiten Tests vor, die sogenannte Multiplex-PCR, die beide Erreger detektieren können. Es gibt sogar Testhersteller, die noch viel mehr Viren auf einmal detektieren können. Und die kommen jetzt nach und nach auf den Markt, sodass Influenza kommt ja meist erst später im Jahr, also weiß ich nicht, Januar, Februar, sodass die dann auf jeden Fall vorhanden sind, dass wir mit einem Abstrich und einem Test beide Viren detektieren können. Und das ist auch gar nicht so uninteressant, denn man hat schon, das war, glaube ich, auch eine Frage, die wir mal bekommen haben, man hat schon Patienten gesehen, die wirklich eine Co-Infektion hatten. Das heißt, sie hatten beide Erreger nachweisbar. Mhm. Das ist sehr selten. Man weiß nicht, warum das sehr selten ist. Aber es ist möglich, dass man sich auch mit beiden Viren infiziert. Und da hilft natürlich, dass man sich gegen Grippe impfen lässt, auch wenn der Impfstoff nicht 100-prozentigen Schutz bietet, habe ich persönlich noch keine schweren Verläufe gesehen, wenn man geimpft war. Und unter schweren Verläufen verstehe ich jetzt auf Intensivstationen beatmet zu liegen. Also das ist wirklich etwas, auch wenn man vielleicht dann Influenza bekommen kann, das ist ja oft ein Argument von der Bevölkerung gegen eine Impfung, wie gesagt, schützt das schon auch vor schweren Verläufen. Was die Multiplex-Tests angeht, wäre das doch auch eine Möglichkeit für die Ambulanzen, die Jens Spahn gestern ins Spiel gebracht hat, zumindest für den Anfang nächsten Jahres. Oder glauben Sie, dass es die Kapazitäten dafür wiederum nicht gäbe? Kommt darauf an, welche Multiplex-PCR von welcher man redet. Es gibt sogenannte Point-of-Care-Tests, die auch PCR-basiert sind, die mit Kartuschen arbeiten. Die können Sie sogar in die Ambulanz stellen und dann innerhalb von einer halben Stunde kriegen Sie wirklich ein PCR-basiertes Ergebnis. Das Problem ist nur, dass es dafür nicht genug Kartuschen gibt. Also diese Firmen kommen mit der Produktion nicht hinterher und dieses System sollte in Krankenhäusern vorbehalten werden für kritisch kranke Patienten, wo man ganz schnell ein Ergebnis braucht. Und das wäre natürlich ideal, aber da sehe ich wirklich Kapazitätsprobleme. Und eine Multiplex-PCR führt nicht jedes Labor durch. Wenn man jetzt die längere Variante nimmt, die auch so 4-5 Stunden dauert, das muss man schauen. Das ist halt sehr teuer. Also wir haben zum Teil PCR-Systeme, die können über 20 Erreger nachweisen, die zu respiratorischen Infekten führen, also inklusive Rhinoviren und Parainfluenza. Das ist wirklich teuer und aufwendig und da muss man sich dann auch immer fragen, was ist der Nutzen genau, weil viele dieser Erreger haben ja auch keine klinische Konsequenz. Also ob jetzt jemand Rhinoviren hat und das weiß oder nicht, ist jetzt für jemanden, der einfach nur Schnupfen hat und im ambulanten Bereich ist, vielleicht nicht ganz so essentiell wie jemand, der auf Intensivstation ist und beatmet wird und wo man einfach wissen will, was ist da los. Warten wir also ab, was die Politik entscheidet, was solche Zentren und die Ausstattung der Zentren angeht. Frau Ziesek, wir haben eben schon kurz über Hörerfragen gesprochen. Zum Abschluss möchte ich gerne eine ganz konkrete Frage aus dem Alltag aufgreifen, die man aber virologisch beantworten kann. Stichwort Umgang mit den Alltagsmasken. Das ist eigentlich gar nicht so ein Thema für Virologen, sondern eher für Hygieniker. Trotzdem können Sie uns da eine Erklärung liefern. Oft heißt es, möglichst heiß waschen, bei 60 Grad, womöglich sogar bei 90 Grad. Dagegen steht aber auch die Aussage, ich glaube, von den amerikanischen Seuchenschützern, auch 40 Grad reichen zum Beispiel schon, wenn Waschmittel benutzt wird. Das Coronavirus ist ein behülltes Virus. Was genau bedeutet das für den Umgang mit Seife und Temperaturen? Genau, das ist eine klassische virologische Frage. Es gibt halt Viren, die eine Hülle haben, eine Lipidhülle, also aus Fetten bestehend. Und es gibt Viren, die haben keine Hülle. Und zum Beispiel das berühmte Rhinovirus hat keine Hülle und SARS-CoV-2 hat eine Hülle. Und das ist wichtig für den Hygieniker und für den Umgang mit den Viren, nämlich wie leicht kann man die eigentlich kaputt machen, also inaktivieren. Und da ist es so, dass Viren mit einer Hülle sind viel empfindlicher als Viren, die keine Hülle haben. Also keine Hülle haben zum Beispiel auch Noroviren oder andere Rotaviren. Und das, was die CDC und das RKI sagen, ist beides richtig. Also
Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, worauf Sie schauen. Die Temperatur alleine, weiß man, dass 60 Grad für 30 Minuten das Virus vollständig inaktiviert oder 90 Grad viel schneller. Das ist aber für die Bedingungen, wenn kein Detergens, also kein Waschmittel, keine Seife dabei ist. Wenn Sie ein Waschmittel oder Seife hinzufügen, dann zerstört das diese Lipidhülle von den Viren und dann ist die Temperatur gar nicht so wichtig, sage ich mal. Deswegen sage ich auch immer, wenn Sie sich die Hände waschen, dann bitte mit Seife, weil reines Händewaschen bringt nicht so viel. Da ist die Seife wirklich essentiell und zerstört von diesen umhüllten Viren die Hülle und inaktiviert die. Und das ist aber wiederum anders bei Rhinoviren zum Beispiel, die keine Hülle haben. Hier muss man ja einfach sagen, dass die viel stabiler sind, die überleben viel länger in der Umwelt und die lassen sich viel schwieriger inaktivieren. Wenn man jetzt zum Beispiel Desinfektionsmittel, was ja jeder in der Apotheke oder in der Drogerie kaufen kann, anguckt, gibt es ja auch verschiedene Klassen. Und da gibt es zum Beispiel ja, das normale Desinfektionsmittel, dann gibt es ein begrenzt Virozides, ne? Dann gibt es begrenzt Virozid Plus und Virozid und das normale ist begrenzt Virozid und das wirkt sehr gut gegen SARS-CoV-2, ist meist alkoholisch, also mit Alkoholen versetzt und zerstört diese Hülle. Dann gibt es dieses Virozide und das ist, was wirklich auch gegen nicht umhüllte Viren wirkt, also auch zum Beispiel gegen Rhinoviren. Aber das ist eigentlich eher für spezielle Situationen, wie wenn wir im Labor mit nicht umhüllten Viren arbeiten oder bei einem Ausbruch von Magen-Darm-Erkrankungen wird das eingesetzt, weil das oft ja nicht so hautschonend ist. Also das nutzen wir im Labor halt, wenn wir müssen, aber jetzt nicht als Standard immer, weil es einfach sehr hautreizend auch sein kann. Und begrenzt Virozid Plus heißt, es hat noch neben den behüllten Viren noch eine Wirksamkeit gegen rote Adenonoroviren. Aber wie gesagt, das ganz normale Standard-Desinfektionsmittel begrenzt Virozid ist für SARS-CoV-2 ausreichend, für Rhinoviren nicht. Und die ganz normale Seife tut es aber auch. Genau, die Seife tut es auch. Das stimmt.